Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Lina Laune Lauf. Und für dieses Achievement müsst ihr Glanz von Ashara im ewigen Palast auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ihr 6 Runden in Folge um Asharas Arena gerannt seid, ohne ins Wasser zu fallen. Hört sich einfach an, kann ein Ticken tricky sein. Denn diese Lauffläche ist schon relativ weit und ihr seht schon, wir haben den Kampf gestartet und machen eigentlich nichts viel anderes, außer hier um den Bosskampf rumzulaufen. Was ist jetzt das Schwere dran? 6 Runden muss man erstmal laufen, das zieht sich ein bisschen und ihr dürft halt auch nicht ins Wasser fallen. Hier gibt es mehrere Effekte, die euch ein bisschen hindern. Und zwar, zum einen habt ihr die Problematik, dass ihr diese Wirbelstürme habt, die Arcana-Tornados. Und dann haben wir noch die Problematik mit den heftigen Winden in der Zwischenphase, die nachher noch ein bisschen ätzender wird, denn ihr könnt da nicht weiterlaufen, während wir die Zwischenphase habt, die solltet ihr spielen, denn solltet ihr nicht in den Augen des Sturms sein, kriegt ihr extrem viel Damage und das wird euch wahrscheinlich töten. Außer ihr habt natürlich irgendwelche Immunisierungseffekte, dann könnt ihr theoretisch weiterlaufen und euch darauf verlassen, dass die anderen Spieler das für euch regeln. Weitergehend hat man als Tank hier auch ein bisschen Nachteile. Es gibt diesen Knockback-Effekt. Wenn ihr davon natürlich ins Wasser gekickt werdet, sowohl vorne als auch hinten ins Wasser, verliert ihr euren Buff. Und zwar gibt es nämlich 2 Buffs. Und zwar einmal, dass man halb durch ist und dann gibt es noch einen weiteren Buff, dass man ganz durch ist. Wenn man den Halbdurch-Buff hat, den ich jetzt gerade drauf habe, diese blauen Stiefel-Buff, dann hat man 3 Runden absolviert und den anderen Buff bekommt man dann ab 6 Runden. Das Ganze ist übrigens ein Personal Achievement, also heißt, jeder muss selber seinen Buff aufrechterhalten. Sobald ihr den 6 Runden Buff drauf habt, ist es so, dass ihr den Boss umhauen könnt, selbst wenn ihr danach noch ins Wasser fällt. Damit habt ihr quasi das erledigt und müsst nur noch den Boss umklopfen. Heißt, dann seid ihr safe. Ihr solltet also gucken, dass alle Spieler den Buff bekommen, dass sie komplett durch sind. Und dann erst den Boss umhauen. Außer ihr macht das natürlich auf mehrmals, weil es manche Leute nicht schaffen. Bei uns war es so, dass die Tornados, die müssen ja in den Zwischenphasen auch getriggert werden, dass dann manche blöd gekickt wurden, ihr Buff resettet wurde und sie dann nochmal 6 Runden laufen mussten. Also das kann hier durchaus passieren, wenn ihr das mit der kompletten Gruppe auf einmal schaffen wollt, kann es ein bisschen tricky sein. Da ist es dann auch von Vorteil, wenn es noch ein paar Leuten nur fehlt, dass ihr mit dem Großteil der Gruppe in der Zwischenphase das Ad tötet und die anderen trotzdem weiter im Kreis laufen während der Zwischenphase, dass ihr nicht in diesen Enrage reinkommt und dementsprechend schickt aber da halt ein paar Heiler mit. Ist ein bisschen risky, aber das verkürzt das Ganze ungemein. Wenn ihr natürlich eine perfekte Gruppe habt, wo alle Spieler auf einmal den Buff kriegen, ist es natürlich optimal, aber wie gesagt, ist ein Personal Achievement, ihr könnt es theoretisch auch in eurem normalen Raid alleine machen, rennt halt um den Boss wie so ein Gestörter rum, macht keinen Schaden, wenn das geht, dann wäre das auch eine Option. Ja, das war es eigentlich mit dem Achievement Guide, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen und wie ihr seht, habe ich hier auch gerade schon den Flaggenbuff, das ist der 6-Runden-Buff. Ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, ihr könnt den Kill einfacher holen als wir in unserer Gruppenkonstellation. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Tela, bis dann. Ciao.